mich jetzt riesig auf den Auftritt von Kim Wilde. Kids in America wurde der Hit, mit der sie zur Pop-Ikone der 80er Jahre wurde. Sie ist der Bühne immer treu geblieben, hat gerade wieder ein neues Album rausgebracht. Aber jetzt präsentiert sie uns erstmal mit ihrem Bruder Ricky an der Gitarre und der SWR Big Band im Rücken einen ihrer allergrößten Hits. Ein Riesenapplaus für Kim Wilde und Cambodia! Bruder Ricky beim Rheinland-Pfalz-Tag 2018. Perfekt abgestimmtes Outfit für die SWR Big Band, oder? Yeah, we're all very cool. Ja, absolut. Wir sind alle ziemlich cool, ne? Was mich überrascht, ihr spielt gemeinsam als Geschwister auf der Bühne. Mein Bruder und ich, wir sind 2,5 Jahre auseinander. Wir waren eher immer Feuer und Wasser. Ist es immer leicht, gemeinsam als Geschwister auch auf der Bühne zu stehen? On stage it's always easy, yeah. Auf der Bühne ist das immer einfach. Wir spielen schon so viele Jahre zusammen. Wir haben unsere Karriere gemeinsam begonnen, 1980. Und ich wollte es nicht anders haben. Wir fangen im Oktober in Deutschland eine Tournee an. Und wir können es kaum abwarten, endlich wieder hier in Deutschland zu spielen. Okay. Ricky.
Auf der Bühne ist es immer perfekt zusammen. Gibt es hinter der Bühne ab und zu mal ein bisschen Streit? Nein, wir streiten überhaupt nicht. Wir sind eigentlich immer der gleichen Meinung. Also da haben wir doch ziemlich viel Glück bei diesem, auf diesem Gebiet. Manchmal sind wir uns vielleicht etwas unsicher, dann sprechen wir darüber und dann entscheiden wir, dass ich recht habe. Und wer hat musikalisch, okay, wer hat musikalisch das Sagen? Am Ende doch Kim, oder? Well, you know, we're a team. Nun, wir sind ein Team. We're co-pilots. Also wir sind beide die Co-Piloten. Das neue Album Here Come the Aliens. Yes. Was ist die Botschaft? Seid ihr so weltraumbegeistert oder seid ihr ängstlich, dass tatsächlich was kommt? Nein, wir sind fasziniert vom Universum. Wer wäre nicht davon fasziniert? Im Jahre 2009 habe ich unglaubliche Lichter im Himmel gesehen. Ich glaube, dass das UFOs waren, Außerirdische. Ich glaube das wirklich. Und das hat mich inspiriert, denn ich denke, dass die da draußen, dass sie da oben sind. Und ich würde sie natürlich auch gerne treffen. Und vielleicht, wenn ich ein paar Lieder über sie schreibe, dann möchten sie mich auch treffen. Vielleicht wird es bald Wahrheit mit dem Album. Vielleicht hören Sie es da oben. Ich freue mich riesig, dass wir euch hier haben. Was vielleicht viele gar nicht wissen, dass Kim Wilde auch eine begnadete Gärtnerin ist. Über viele Jahre mit einer eigenen Gartenshow. Und deswegen haben wir gesagt, der Nibelungenschatz, den wir für dich haben, Kim, ist ein Lemon Tree. Wow. Was du vielleicht nicht weißt, Fool's Gardens größter Hit ist Lemon Tree. Ja, yeah, natürlich, ich erinnere mich. Und ich liebe diesen Zitronenbaum. Er hat schon 3 Zitronen. Fantastisch. 4 Lemons. Okay, und ihr habt euch aber auch schon mal getroffen auf einem Konzert. Stimmt's, Peter? Wir haben uns getroffen 1996 in Kiel auf einer Veranstaltung. Wir waren noch ganz, ganz frisch in diesem Business. We've been totally new in the whole business. And Volker was the lucky one who got a kiss from you on the after show party. And he was really telling everybody, Kim Wilde hat mich geküsst. And we thought, oh my God. Und wir hatten leider nicht dieses Glück. Aber wer weiß, was heute noch alles passiert. Bei der after show party könnt ihr ja dann in Ruhe, ne? Okay, dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Auftritt. Und ich glaube, Peter, wir dürfen dir das Mikrofon entführen, den Staffelstab überreichen, denn wenn wir schon so viel gehört haben vom Lemon Tree von Fool's Garden, wird es höchste Zeit, ihn jetzt auch auf die Bühne zu bekommen mit der SWR Big Band und der Leitung von Klaus Wagenleiter. Viel Vergnügen! Ja.